ich mache nur so und alle ESC-Fans wissen, was los ist. Francesco Gabbani ist heute Morgen bei uns. Wir freuen uns Sven sehr. Hat extra den Affentanz einstudiert. Ja. Aber ich muss sagen, es kommt wahrscheinlich gar nicht dazu, weil wir werden heute von ihm eine wunderbare Live-Version am Klavier hören. Ist mir egal. Ist mir egal, ich will trotzdem ein Affe sein. Okay, jetzt habe ich den Tanz gelernt für nix. Doch, Italopop ist wieder ganz groß im Kommen. Und für 120 Millionen genau. Mal angeklickt im Netz. Wahnsinn. Der also. Mann geht durch in Europa. Und bei dir und geht's bei mir auch durch. Mit seinem Mega-Hit Occidentalis Karma galt Francesco Gabbani wochenlang als Favorit für den Eurovision Song Contest. Trotz oder vielleicht gerade deswegen wurde es am Ende doch nur Platz 6. Für den charismatischen Italiener aber kein Grund, Trübsal zu blasen. Ich bin sehr dankbar für die ganze Unterstützung. Eigentlich bin ich zufrieden, so wie der ESC gelaufen ist. Ich möchte sagen, es war eine fantastische Erfahrung voller Emotionen. Beim renommierten Musikfestival in Sanremo gewann Gabbani bereits 2016 den Newcomer-Preis. In diesem Jahr siegte er im Hauptwettbewerb. Occidentalis Karma ist unterhaltsam und tiefsinnig zugleich. Der Song handelt von der Faszination des Westens für die Kultur des Orients und davon, dass wir eigentlich alle nur nackte Affen sind. Jetzt ist er bei uns. Guten Morgen. Hallo. Bonjour. Haben Sie sich schon vom Schlafdefizit vom ESC erholt? Allora, konnten Sie schon ein bisschen was schlafen? Riuscito a riposarsi un po' dopo l'ESC, dopo l'Eurovision. Non sento. Sorry. Sì, ci ho provato, però un pochino, perché fortunatamente ho avuto tanti impegni. Es war natürlich wahnsinnig viel los. Ich hatte auch in Italien unheimlich viele Einladungen, viel zu tun, viele Interviews. Aber ein bisschen habe ich mich erholt. Ja, danke. Erzählen Sie uns ein bisschen was über Kiew. Sie sind zurückgekommen, das muss ein unglaublicher Alarm da ja gewesen sein. Wie ist so die Stimme unter den Musikern? Ist das wie eine große Familie oder guckt man doch, was macht der andere so? Habe ich da Chancen? Also ich persönlich muss sagen, dass es eine sehr gute Atmosphäre war, wirklich eine sehr familiäre, eine Atmosphäre der gemeinsamen Sache, also nicht so viel Konkurrenz. Aber na gut, also hinter dieser Fassade gab es natürlich auch den ein oder anderen Wettbewerbsgedanken, das ist klar. Jetzt haben Sie heute Morgen keinen Affen dabei. Ich schon. Sollen wir einspringen heute, wenn Sie spielen? No, perché la scimmia l'ho licenziata. Den Affen, den habe ich jetzt mal gestrichen, denn nach dem Eurovision habe ich dann beschlossen, er kann auch mal frei haben. Er wird wieder im Dschungel jetzt sich austoben können. Francesco, der Song hat unglaubliche Klickzahlen auf YouTube. 120 Millionen sind es fast schon inzwischen. Wie geht man damit um? Jemals damit gerechnet, dass das so erfolgreich wird? Also, ich glaube, dass dieser Song wirklich einfach einzigartig ist für die Leute, vielleicht nicht für mich, die ich ihn geschrieben habe, aber für die, die ihn hören. Ich glaube, das wird noch so weitergehen. Ich bin natürlich super glücklich darüber. Also, ich habe am ESC für Sie gestimmt. Aber ich habe mich natürlich gefragt, weil ich Sie jetzt noch nicht so kannte, wo kommt dieser Mann eigentlich her? Was hat er mit Musik zu tun? Haben Ihre Eltern Musik gemacht oder wo kommt das her? Grazie, ma viene dal Vielen fatto Dank. Che also, io in realtà ja, sono nato in un ambiente musicale. Es ist so, dass ich also aus einem musikalischen Hintergrund komme, also auch meine Eltern sind Musiker, wir haben immer noch ein Geschäft für Musikinstrumente in Carrara und ich habe also mit 18 schon eine Band gegründet, jetzt bin ich 34 und habe natürlich schon so einen Weg hinter mich gelegt inzwischen. Welche Instrumente spielen Sie da, wenn die Eltern ein Musikgeschäft haben, da werden Sie ja alles ausprobiert haben? Ja, ich habe verschiedene Instrumente ausprobiert. Also vor allen Dingen muss ich sagen, habe ich eben bisher Gitarre gespielt, aber ich kann auch Schlagzeug spielen, den Bass und auch ein bisschen Klavier. Ein bisschen hat er gesagt. Wir werden da gleich in den Genuss kommen auf jeden Fall. Aber stimmt es, dass Sie tatsächlich mal aufhören wollten mit der Musikkarriere? Nein, wirklich aufzuhören habe ich eigentlich nie gedacht. Ich habe mal darüber nachgedacht, vielleicht auf andere Art und Weise Musik zu machen. Nicht, indem ich mich so präsentiere, sondern als Komponist beispielsweise. Oder vielleicht auch, um Lieder für andere eben zu schreiben.
Und die Musik haben Sie ja nicht nur alleine gemacht jetzt, diesen Song, sondern Sie haben den mit Ihrem Bruder, glaube ich, sogar zusammengeschrieben. Das war Zusammenarbeit, oder? Ja, vor allen Dingen dieses Album und auch Occidentalis Karma habe ich zusammen mit ihm geschrieben, mit meinem Bruder, aber auch noch mit zwei anderen. Ich bin also sehr froh, dass ich mit meinem Bruder diese Leidenschaft teile. Das ist wirklich eine sehr schöne Sache. Das Schöne ist, wenn Francesco auf dem Sofa sitzt, vielleicht geht es dir genauso, man denkt, das ist alles schon so Musik, ne? Wenn er so redet, wie er so aufblüht. Wir freuen uns auf den Auftritt gleich, das wird ganz wunderbar. Am Piano. Und Schlagzeug heißt auf Italienisch Batteria? Certo, la Batteria, sì. Okay. Ja, ja, Schlagzeug heißt Batteria, genau. Eine große Batterie vor mir. Sehr schön. Wunderbar, wir freuen uns. Auf einer Stunde. Perfekt. Volete che faccio Occidentalis Karma con la batteria? Soll ich Occidentalis Karma auf dem Schlagzeug spielen? Kein Problem. Nur damit wir das Wort nochmal benutzen können. Ich finde es super. Francesco, vielen Dank für den Besuch heute Morgen. Gleich Live-Auftritt bei uns. Danke. Grazie, Sport, Peter. Wenn wir schon in der Eisdiele sind, da ist der Weg ja nicht wirklich weit nach Italien. Francesco Gabbani ist heute bei uns. Neue Platte Magellan und den Hit kennen Sie alle. Mit seinem Mega-Hit Occidentalis Karma galt Francesco Gabbani wochenlang als Favorit für den Eurovision Song Contest. Trotz oder vielleicht gerade deswegen wurde es am Ende doch nur Platz 6. Für den charismatischen Italiener aber kein Grund, Trübsal zu blasen. Occidentalis Karma ist mittlerweile europaweit ein Hit. Gerade wurde er mit 4-fach Platin ausgezeichnet. Der Song ist unterhaltsam und tiefsinnig zugleich. Er handelt von der Faszination des Westens für die Kultur des Orients und davon, dass wir eigentlich alle nur nackte Affen sind. Und jetzt sind wir beide angezogen, er ist bei uns im MoMA. Schönen guten Morgen, Francesco. Freue mich sehr, dass du da bist. Was war das Schönste, was war das Anstrengendste beim ESC? All'Eurovision. Ma in realtà la cosa più bella era tutta l'emozione del pubblico, proprio dell'arena. La cosa più faticosa in realtà le prove, perché veramente ne abbiamo fatte tantissime. Denn wir hatten wirklich sehr, sehr viele Proben vorher. Und konntest du jetzt die Woche, die Tage ein bisschen was schlafen oder bist du immer noch unter Schlafentzug? Nein, nicht so wirklich, denn ich hatte ganz schön viele Shows in Italien, als ich zurückkam. Und ehrlich gesagt konnte ich mich noch nicht sehr gut erholen bisher. Ich finde, du bist ein ganz toller Verlierer, obwohl du ja ein großer Gewinner bist in diesem Jahr. Du hast das mit großer Würde, du warst ja der große Favorit. Wie ging es denn am Abend, als du merktest, da zieht so ein wehleidiges Lied aus Portugal an mir vorbei? Also, ehrlich gesagt, versuche ich immer, die Dinge positiv zu betrachten, in jeder Situation. Und in diesem Fall war der Eurovision Song Contest eine wahnsinnig tolle Erfahrung und auch mal zu erleben, wie meine Musik wirkt auf ein europäisches Publikum. Da war der Sieg nicht das einzig Wichtige. Und das Lied von dir? 120 Millionen Mal bei YouTube angeklickt. Hast du eine Erklärung dafür, dass die Menschen da so drauf stehen? Das weiß ich auch nicht genau. Ich beobachte das auch und es fasziniert mich selbst, wie das geht. Natürlich bin ich froh darüber, ist ja klar. Denn es gibt natürlich viele verschiedene Reaktionen aus dem Publikum. Dann freuen wir uns sehr, dass du es in der ganz speziellen Klavierversion für uns sogar live selbst am Klavier spielst. Vielen Dank dafür und wir freuen uns jetzt sehr auf den Song, mein Lieber. Dankeschön. Okay. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del neolitico. Nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei surfisti anonimi, intelligenze demode, risposte facili, dilemmi inutili, A cercarsi, storie dal gran finale, sperasi, comunque vada pantarei, a segnare.
canzoni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia nuda balla. Occidentali scarma, piovono gocce di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri, a cercarsi umanità virtuale, sex appeal, comunque vada pantarei e singing in the rain, lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia nuda balla. Occidentali scarma. Quando la vita si distrae, cadono gli uomini. Occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza, namaste, ale, nai 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 nai, lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria, la folla l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentali scarma, occidentali scarma. Da Christel vom Zukunft, gute Laune. Thank you very much. Und jetzt der Sport mit Peter.